uns mit dem peppigen Namen Indiana Jonas heute Abend machen. Wenn so viele Schulklassen schon da sind, dann möchte ich die Chance nutzen und darf über meine Kindheit sprechen heute. Sie ist optisch nicht so lange her, in Zahlen schon ein bisschen. Ich habe mich relativ gut gehalten, ich habe mich sehr lange einlegen lassen in Salzlake. Nein, meine Kindheit, ich möchte ganz kurz, um so ein bisschen, ich muss etwas erzählen, um so ein bisschen in meine Kindheit gemeinsam zu reisen. Meine Kindheit war nicht so angenehm. Stellt euch vor, ihr wirkt bei dem Fernsehformat Frauentausch mit. Ich habe das kürzlich aus Versehen geguckt. Die ersten zwei Staffeln. Und ihr steigt in dieses Auto und fahrt mehrere hundert Kilometer durch Deutschland, steigt in einer vollkommen fremden Stadt aus und das Haus, in dem ihr eine Woche als Tauschmutti verbringen sollt, ist schön. Und ihr merkt so, fuck, ich bin der Assi in der Folge. Ziemlich genau so habe ich mich als Kind oft gefühlt. Denn es gab wahnsinnig oft in meinem Leben Menschen, die mich verändern wollten. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber es gab zwei Personen, die mir da sehr geholfen haben, mir treu zu bleiben. Das war zum einen meine Mama. Meine Mama hat gesagt, Jonas, aus Fehlern lernt man. Das war am Anfang ein bisschen krass, weil sie das erste Mal gesagt hat, als ich gefragt habe, warum ich Einzelkind bin. Und zum anderen war das eine Person, die mir wie keine andere in der deutschen Popkultur gezeigt hat, dass man, wenn man sich treu bleibt, Erfolg haben kann. Und dieser Person möchte ich die folgenden 6-7 Minuten widmen und anhand ihrer meinen Weg der Adoleszenz beschreiben. Sie hat barockeske Motive geprägt und ich würde gerade zu sagen, klassizistische Kunstwerke geschaffen. Sie ist von der Band Scooter und heißt H.P. Baxter. Es gibt niemanden in Deutschland, der mir mehr das Gefühl gegeben hat, mit 3 Akkorden und denselben Lyrics über 20 Jahre Erfolg haben zu können. Und das Ding ist, ich habe für mich in meiner Jugend dann ein Motiv entdeckt von ihm, dass ich, wann immer es mir schlecht ging oder ich das Gefühl hatte, Menschen wollen mich unbedingt verändern, hatte ich dieses Motiv im Ohr. Und ich möchte es kurz ansingen, damit wir alle auf einem Wissensstand sind. Ich muss dafür den Partyfinger in die Luft strecken, denn es ist ein sehr energetisch und ein sehr geladenes Motiv. Wann immer sie es singen, wenn es ihnen schlecht geht, tun sie selbiges. Sie könnten implodieren. Es klingt wie folgt. Dup 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 dup. Ich wollte das schon immer mal in einem Theater machen, das ist wunderschön. Das Ding ist, ich war nicht immer ein fröhlicher Jugendlicher. Ich bin mit 15 beim Kinderturnen. Ja, meine Mama, ich war der Beste. Ich war der Allerbeste beim Kinderturnen, die anderen Kinder waren schon neidisch. Ich bin mit 15 beim Kinderturnen in einer Sporthalle auf eine Matte gefallen. Und das Problem war nicht die Tatsache, dass ich auf eine Matte gefallen bin. Das Problem war, dass es in Sporthallen 2 Arten von Matratzen gibt. Es gibt große blaue Matten in Turnhallen. Wenn man darauf fällt, tut man sich nicht weh. Und dann gibt es sehr viele blaue, dünne Matten. Sie sind meist zu 20 auf einem Mattenwagen gestapelt und wenn man 7 Jahre alt ist, kann man diesen Mattenwagen nicht schieben und hat immer links dran und man schiebt diesen Wagen, nein, 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 ich möchte nicht auf diesen Matten. Zum Glück sind sie mit einer Beschichtung beschichtet, die dafür sorgt, dass man sich alles vom Körper zieht, wenn man kurze Kleidung trägt. Ich bin auf einer eben solchen Matte unsanft. Ich habe Köpfer geübt. Gelandet und habe mir die Haut vom Körper gezogen und ich konnte offene Haut nicht so gut sehen und bin bei einem Arzt aufgewacht und dieser Arzt guckte mich an und fragte, oh, was ist passiert? Und ich sagte, ich bin eine Koryphäe der rhythmischen Tanzgymnastik. Und dieser Arzt guckte mich an und sagte, naja, tanzen, das wirst du nie wieder. Und hat mir als 15-jährigem Kind vorgeschlagen, Nordic Walking zu machen. Das ist eine wahre Geschichte. Einem 15-jährigen Jungen vorgeschlagen, Nordic Walking zu machen, anstatt zu tanzen. So, und heute tanze ich hauptberuflich in einer Band. Das ist sehr schön.
Und ich habe mich dann gefragt, so, ich war sehr, sehr wütend. Und in dem Moment hätte ich einfach den Finger in die Luft strecken sollen und Döp, Döp, Döp singend aus dem Saal tanzen müssen. Aber ich hatte eine Spritze im Knie und es wäre relativ schwierig geworden. Und ich kannte Döp, Döp, Döp noch nicht und war ein sehr böser, trauriger Jugendlicher. Und bin nach Hause gegangen und habe geweint. Und meine Tränen verfingen sich in dem Pflaumen, den ich noch heute als Erinnerung an diese Zeit in meinem Gesicht tragen muss. Und ich habe mich gefragt, was ist denn mit Ärzten falsch? Ich war wirklich böse. Ich war ein böser Jugend. Ich war so böse, wie man mit 15 sein kann. Ich habe die Tür zugeschlagen, laut. Und dann hat mein Papa gesagt, in meinem Haus werden keine Türen geknallt. Und dann habe ich sie nochmal leise zugemacht. Und dann habe ich bestimmt auch gestampft und war wahnsinnig böse. Ich war war sehr traurig. Und war wahnsinnig böse auf Ärzte. Und ich hatte immer schon so eine Abneigung gegenüber Ärzten und dachte, was ist falsch? Was ist falsch mit Ärzten? Die machen eine fantastische Ausbildung, ein tolles Abitur, machen dann jahrelang an einer Universität eine Ausbildung und dann schaffen sie es nicht, einem offensichtlich degenerierten 15-Jährigen zu sagen, um Gottes Willen, Tanz. Whatever. Und dann, so das Ding ist, es ist oft bei Zahnärzten der Fall. Das merke ich sehr oft, wenn ich beim Zahnarzt bin. Es gibt nirgendwo sonst so viel menschenverachtende, aufeinanderfolgende Dinge wie beim Zahnarzt. Man wird zuallererst in einen Raum gefahren, setzt sich auf einen Stuhl und wird in die wahrscheinlich menschenverachtendste Position gefahren, die es gibt, außer wenn man gerne Liegefahrrad fährt. So, und Liegefahrräder, das sind die Hitlers der Fußgängerzone. So, man läuft und dann klingelt es hinter einem, ring, ring, man dreht sich um, sieht nichts und dann fährt einem was in die Hacken. Und man wird sehr langsam in diese Position gefahren. Es war so, dann schiebt sich einem noch etwas in den Nacken, damit man den Kopf auf keinen Fall gemütlich ablegen kann. Dann bekommt man in der Regel eine Spritze und der Arzt verlässt den Raum. Ich glaube, alles, was Zahnärzte in dem Moment machen, ist, in den Nebenraum zu gehen und zu sagen, ha! Ich habe ihm gesagt, es tut nur kurz weh. Und es wird nicht teuer. Und alles, was du machst, ist in dem Moment, du sorgst, also das alles, was du tust, ist mit der Zunge zu gucken, ob es schon taub wird. Weil du Angst hast, es könnte wehtun. Und dann hast du das Gefühl, deine Zunge ist nicht vertrauenswürdig und du benutzt den Finger. Und liegst dort in dieser Liegefahrradposition und stichst dir selbst mit dem Zeigefinger in die Wange und hast das Gefühl, ein erwachsener Mensch geworden zu sein. Das ist traurig. Dann kommt dieser Zahnarzt aber wieder und hängt dir ein Gerät in den Mund, das dafür da ist, dir den Speichel aus dem Mund zu saugen, sich ab und zu in deiner Wange verfängt und eigentlich ausschließlich dafür sorgt, dass du zu einem menschlichen Springbrunnen mutierst. Das ist alles, was es macht. Alle Menschen haben Brillen an und Mundschutz und du liegst da in dieser Position und spuckst dir ins Gesicht. Weil dieser Springbrunnenschlauch in deinem Mund hängt und du spuckst dir ins Gesicht. Und es tut weh, weil es nicht taub geworden ist. Und ich war wahnsinnig und war damals schon so wütend. Ich habe gedacht, was ist das bei anderen Ärzten auch so? Gibt es da diese unangenehmen Momente? Diese Momente, wo Zwischenmenschlichkeit vollkommen fehl am Platz ist. Wenn der Zahnarzt dir dann zum Beispiel Watte in den Mund schiebt und dann mit Metall in deinem Mund rumfuhrwerkt und dann anfängt, dir Fragen zu stellen. Warum? Und wie war der Urlaub? Oh, auf den Malediven. Zweimal sogar. Bei Ihnen läuft. Und ich habe das, wenn ich eines Tages, so muss ich, wenn ich zum Proktologen muss, eines Tages, gibt es da diese unangenehmen Momente auch? So, Herr Jonas, lehnen Sie sich mal nach vorne. Genau so. Zählen Sie bis drei. Eins, zack. Sehr gut. Und wie geht es den Kindern? In diesem Moment sollte man Döp, Döp, Döp singt, aus dem Saal rennen, was mit zwei Fingern im Rektum relativ schwierig ist. Aber man sollte es gottverdammt nochmal tun. Aber ich war immer noch nicht zufrieden, ich war immer noch sehr wütend und habe dann darüber nachgedacht, um Gottes Willen, was wäre denn in der Geschichte nicht passiert, wenn Menschen immer auf Ärzte gehört hätten? Und jetzt befinden wir uns gemeinsam, wir finden uns in Frankreich und Monet kommt zum Augenarzt. Und der Augenarzt sagt, Herr Monet, hier. Und Herr Monet kommt zum Augenarzt und sagt, ja, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, mein Augenlicht ist etwas schwierig. Ja, Herr Monet, was machen Sie denn gerne? Nun ja, ich male gern. Und der Arzt sagt, ha, 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 Herr Monet,
Sie sind fast blind. Diesen Traum müssen Sie an den Nagel hängen. Oder aber Beethoven. Beethoven kommt zum Augenarzt, zum Ohrenarzt. Das wäre auch witzig. Hallo, Herr Monet. Beethoven kommt zum Ohrenarzt. Und der Ohrenarzt sagt, Herr Beethoven. Und der Ohrenarzt sagt, Herr Beethoven! Sie sind fast taub. Was machen Sie denn gerne? Und Beethoven sagt, was? Und der Ohrenarzt sagt, Herr Beethoven, was machen Sie denn gerne? Und Beethoven sagt, nur, ich komponiere Musik. Und der Ohrenarzt sagt, ha, diesen Traum müssen Sie an den Nagel hängen. Sie werden nie wieder Musik komponieren, aber keine Ahnung, malen Sie gerne? Im Nebenraum verkauft ein Patient seine Staffelei. So, an diesem Punkt schließt sich der Kreis und die Dinge, die ich mitgeben möchte heute Abend. Denn schon Beethoven war ein Döp-Döp-Döpper der ersten Stunde. Der Typ hatte das begriffen, das merkt man fantastisch an seinen Motiven. Döp-Döp-Döp-Döp. Döp-Döp-Döp-Döp. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben, wann immer ihr das Gefühl habt in eurem Leben, jemand möchte euch verändern oder hat das Gefühl, ihr könnt Dinge nicht tun, obwohl ihr es wollt. So Dinge wie Sozialökonom werden. Oder der witzige Stämmige in der Klasse zu sein. Wann immer jemand das Gefühl hat, er möchte, oder ihr habt das Gefühl, er möchte euch ändern, streckt den Partyfinger in die Luft, singt döp 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 und habt ein fantastisches Leben. Vielen Dank. Indiana Jonas.